Hallo und willkommen zurück bei Feed the Beast Revelation. Mann, ich bin eine hutlose Pesti. Bei meinem Patreon-Pestizin Anima Kerling, Gummibär Voltri. Die Glenwandwolke ist da. Ich habe ja letzte Mal leider ein bisschen Käse erzählt in multiplen Bereichen. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr verwirrt. Denn einige Sachen, die ich angehen wollte, können wir einfacher angehen, als ich dachte. Und andere sind deutlich komplizierter. So, zunächst einmal die gute Nachricht. Ich war ordentlich unter Tage unterwegs, habe hier die große Schalker-Box mitgenommen und habe hier jetzt einiges an Materialien gesammelt. Und wir wollen natürlich wieder unser System so einrichten, dass wir die ganzen Ores in unser MI-System, was ja keins ist, in unser Refined Storage eingeben können und der exportiert die Ores automatisch. Es gibt aber diesen MI-Storage-Bus, den gibt es von Refined Storage nicht, sondern nur diese Export-Buses, aber die haben 9 Slots und spätestens mit 2 Export-Buses haben wir hier alle drin. Und wenn wir mal gucken, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also wir kriegen wahrscheinlich nicht mal einen Export-Bus voll mit den Ores. Das wird natürlich noch extremer, wenn wir unseren Void-Ore-Miner haben, der gibt uns dann zum Beispiel auch Coal-Ore und Redstone-Ore. Aber das können wir dann auch noch in andere Export-Buses machen. Auf jeden Fall wollen wir die mit Export-Bussen aus dem System rausholen. Und dafür brauchen wir erstmal einen Export-Bus. Übrigens haben wir hier einen Haufen Materialien, denn nur den Void-Ore-Miner-Controller Tier 1 zu bauen, damit ist es nicht getan. Wir brauchen nämlich auch den Assembler und der kann mit jedem Rechtsklick auf den Void-Ore-Miner-Controller Tier 1 die Multiblock-Struktur bauen, bestehend aus Structure Panel, Structure Frame Tier 1, Laser Core und Clear Laser Lens. Das ist diese Multiblock-Struktur, die haben wir, glaube ich, in der achten. Ich glaube, das haben wir in Beyond Minecraft gemacht. War Beyond Minecraft überhaupt die achte? Nee, das war die siebte, ne? In Beyond Minecraft haben wir das gemacht. Da hatten wir das große Solar Panel Array draußen, auch von Environmental Tech. Und da musste man mit dem Assembler immer rechtsklicken und dann hat sich diese Multiblock-Struktur aufgebaut. Also das ist viel zu kompliziert. Nur den Void Ore Miner Controller Tier 1 zu bauen, reicht nicht aus. Aber wir können ihn trotzdem schon bauen, denn ich habe hier die Diamanten gefunden. Den werden wir jetzt bauen, dann ist er fertig. Aber damit ist es noch nicht getan. Wir werden dann hier auch den Laser Drill und die Laser Base nehmen wir raus. Wir bauen das von Environmental Tech. So, wir bauen das erstmal den Block of Diamond. Den können wir uns jetzt leisten, weil wir hier genug Diamanten haben. Und dann haben wir da den Void Ore Miner Controller Tier 1. Wunderbar. Wir werden uns dann auch den Assembler bauen und das Digital Guide, mit dem wir nachgucken können, wie viele Materialien wir brauchen, um diese Maschine zu bauen. Und da stehen dann weitere Sachen drin. Flux Network. Die Mod Flux Network ist hauptsächlich dafür gedacht, kabellose Flux-Netzwerke zu betreiben und die zu verwalten und auf öffentlichen Zugriff zu beschränken und sowas. Das ist überhaupt nicht dafür gedacht, was ich hier wollte, nämlich hier einfach eine Art Monitor, wo man sieht, wie viel Strom in der Capacitor Bank noch drin ist. Dafür hat Android.io selber eine Lösung, nämlich den Power Monitor. Und wir haben auch einen Graphical Power Monitor. Da steht jetzt configured, weil ich es einmal kurz reingecheatet hatte, aber es geht nur um das Rezept. Wir werden beide bauen. Der Graphical Power Monitor ist praktisch ein Update, damit man hier so einen schönen Graph hat von draußen. Und der normale Power Monitor gibt uns halt ein UI. Den haben wir auch schon mal gebaut. Ich hatte aber wieder vergessen, dass der existiert. Bevor wir das alles machen, werden wir aber hier unsere Ohrverarbeitung richtig machen. Und ein Zuschauer hat auch richtig gesagt, dass als ich die Ores hier reingetan habe, war natürlich falsch. Das ist keine Dump-Chest, sondern es ist eine Puffer-Chest für den Furnace, falls der überläuft. Die Dump-Chests sind ja hier die beiden Sagmill Alloy Smelter, die sind ja richtig beschriftet. Das ist eine Puffer-Chest für den Furnace, wenn der überläuft. Das sollte ich vielleicht auch nochmal extra beschriften. Also wenn der jetzt zu viele Dusts verarbeitet hat, die der Smelter aber nicht schmelzen kann, dann kommen die hier in diese Oak Chest und werden dann nach und nach immer wieder auf den blauen Export gegeben, der dann hier in dem Alloy Smelter landet. Also das war richtig, ich habe hier nach der Aufnahme nochmal geguckt und diese Chest war noch voll mit Ores. Die habe ich dann in die Segmill reingegeben und hier sind dann nur die Sachen, die er sowieso nicht verarbeiten kann. Und für die überlegen wir uns noch was anderes. Aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das kann erstmal hier raus und dann von mir aus da rein.
Und falls wir hier noch irgendwas am Ohr haben, haben wir nicht, außer das Iridium-Ohr, dann können wir das definieren. Wir brauchen auf jeden Fall Export-Buses. Oder Exporter heißen die ja. Exporter. Davon brauchen wir jetzt mindestens einen. Ich würde mal vorsichtshalber zwei bauen. Das Kabel haben wir, klar. Construction Core bauen wir uns gleich 1 und 2. Und, oh, da fehlt doch gleich was. Nämlich Processor Binding haben wir aber. Wir haben genug Slime gefunden. Gott sei Dank. Und der Improved Processor 1 und 2. Wunderbar. Und dann können wir den hier schmelzen. Ich habe auch einen Pulverizer auf die Liste gesetzt, damit wir hier auch noch einen Zerpulverer haben, der außerhalb der automatischen Exporte des Systems ist, damit wir auch mal ein Pulver machen können, wenn wir es brauchen. Ach nee, der braucht ja hier den. 1, 2. So rum war's. Und dann haben wir hier einen Exporter, zwei Exporter. So. Und wir sehen ja hier hinten, haben wir schon mal einen gebaut. Der hat hier 9 Slots. Das ist mehr als genug, um wirklich alle Ohrs zu definieren. Die Speed-Upgrades, wurde mir auch gesagt, können wir sie richtig wieder rausnehmen und hier wieder in das Interface tun, da sind die besser aufgehoben. So, übrigens auch richtig, wir könnten hier die ganzen Bögen exportieren, die nehmen aber jetzt gerade nicht viel Platz. Wir können auch die Pfeile löschen. Ich habe hier auch einen Detektor, das ist wie ein ME-Level-Emitter, damit wir von mir aus sagen, wir haben nur noch 300 Cobblestone Inventar drin oder sowas. Und wenn das unterschritten wird, dann wird hier Redstone aktiviert und dann exportiert er das automatisch. Da könnten wir natürlich auch noch andere Filter machen. Aber dann müssten wir mehrere Detektoren machen. Einmal der ist, oder nee, das könnte man nicht machen. Wenn ich jetzt sage, der soll Cobblestone und Arrows exportieren, aber nur bis zu einem bestimmten Limit, dann würde er aufhören, Arrows zu exportieren, wenn es nicht mehr genug Cobblestone gibt. Und umgedreht. Aber gleichzeitig würde er alle Cobblestone verarbeiten, wenn er noch Arrows hat, obwohl er da schon unter dem Limit ist, weil er ein doppeltes Redstone-Signal kriegt. Egal, nicht so wichtig. Ich glaube, der Gedanke von diesem Zuschauer war auch eher hier, die Bögen automatisch herauszutransferieren, damit mehr Platz für andere Sachen geschaffen wird. Das könnte man auch machen, aber ehrlich gesagt brauche ich das Zeug alles gar nicht. Also was hier ist, ist schon mehr als genug. Wir haben das eigentlich alles gar nicht nötig, was da drin ist. Von daher kann das erst einmal so bleiben, wie es ist. Ich habe ein paar Kartoffeln rausgenommen und ein paar Froschbeine, die habe ich auch gekocht. Das ist alles in Ordnung. Was wir jetzt brauchen, ist mal eine Chest. So, weil es gibt ja... Wir machen ruhig eine Diamond Chest, damit genug reinpasst. Oder nein, brauchen wir überhaupt nicht. Seht ihr, das ist nämlich das Tolle. Wir können eine ganz normale Chest nehmen. Das Tolle bei dem Exporter ist ja, dass der immer wieder versucht zu exportieren. Die Sachen müssen nicht aktualisiert werden, wie bei dem. Guckt doch nicht so. Dann fällt mir nicht mal ein, was ich sagen wollte. Also der MI. Importer, Exporter, dieses Ding, der hat ja nur versucht, ein einziges Mal zu exportieren, der hat das nicht mehr gemacht, aber der Export-Bus, der Exporter, der wird das immer wieder versuchen. Nur deshalb hat es hier mit dem Cobblestone funktioniert. Ansonsten würde der sagen, er kann nur ein einziges importieren und dann hört er auf. Aber das macht er nicht. Er exportiert ein einziges und das zweite geht nicht und sobald das zweite geht, holt er das nach. Er exportiert also so lange, bis man sagt Stopp. Und deshalb reicht uns hier eine ganz normale Chest als Puffer-Chest, weil wenn die randvoll ist mit Ohrs, dann ist es egal. Sobald ein Slot leer ist, dann holt er sich die nächsten Ohrs. Von daher brauchen wir jetzt keine Diamanten ausgeben, um eine große Chest zu bauen. Das ist nicht nötig. So, wir können auch... Ich wollte eigentlich diese Chest gerne ein bisschen zugänglich bauen, dass die nicht so weit... Eigentlich da oben unterm Dach, da reizt es mich eigentlich schon, aber da ist die so blöd zugänglich und das finde ich doof. Ich würde die tatsächlich ganz gerne hier hinstellen, wo man gut rankommt. So. Die Sache ist halt jetzt auch, wir müssen mit einem Exporter ran und mit einem Item-Conduit. Und... Oh ja, das wird jetzt auch noch interessant. Wir brauchen dann ja... Wir wollen im Prinzip in diese Chest rein importieren. Ach nee, das wird die einzige Farbe sein. Nein, das ist okay. Das ist tatsächlich kein Problem. Okay, wir werden also in diese Sagmill-Chest rein exportieren. Dann haben wir zwei Puffer-Chests, wenn wir so wollen. Wir müssen aber von zwei Seiten an die Chest ran. Wir brauchen den Exporter und wir brauchen ein normales Item-Conduit. Und die gehen meiner Meinung nach nicht in den gleichen Slot. Der Exporter hier ist ja ein extra Block. Auch wenn wir hier zwar wunderbar Refined Storage Conduits bauen können,
Und haben wir auch noch. Trotz allem wird das, glaube ich, nicht im gleichen Block funktionieren. Wir gucken einfach mal. Wir haben leider von allem nicht mehr sonderlich viel. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Item Conduits. Ah, das, okay, das ist interessant. Wir haben doch Pulsating Iron. Okay, davon haben wir genug. Wir haben auch wieder relativ viel Iron, das ist gut. Was uns fehlt, ist Conduit Binder. 64? Na, wunderprächtig. Das ist gut, das kann ruhig hier rein, weil der trotz allem ein bisschen schneller ist, bin ich der Meinung. Oder? Der braucht es für diese drei? Nee. Nee, der Redstone Furnace ist schneller. Also, drauf geschissen. Der Redstone Furnace ist tatsächlich mit den Augments gerade schneller. Deshalb habe ich hier auch Octadic Capacitor aufgeschrieben, die wir unbedingt brauchen, damit unser System fixer wird. So, wir erstellen übrigens, das hatte ich auch nochmal nachgeguckt, relativ wenig Strom. Daran muss ich natürlich auch noch etwas ändern. So, dann müssten wir hier... Die Conduits gucken wir erst einmal, wie weit wir kommen. Mit den Refined Storage Conduits. Wir könnten natürlich auch den Durchgang hier noch mehr verkleinern, aber dann habe ich keinen Platz mehr fürs Bett. Nee, das gefällt mir nicht. Ich hätte den gerne hier, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen Verschwendung ist. So, jetzt setzen wir erstmal den Exporter hier ran. So. Und das Item-Conduit wird dann natürlich nicht in den gleichen Slot passen. Nee, das ist klar, das ist logisch. Da müssen wir jetzt hier auf die andere Seite gehen. Und das meinte ich, wir haben halt hier ein bisschen Platzprobleme eigentlich. Jetzt gucken wir mal, ob sich das Conduit überhaupt damit verbindet. Ja, wunderbar. Funktioniert hervorragend, aber da geht's nicht durch. Okay, ich glaube, das ist ein schlechter Platz. Nein! Meine Basis. Ich zerstöre meine Basis. Komm her. So. Also das ist eine schlechte Idee. Das müssen wir schon irgendwo anders hinstellen, aber ich weiß jetzt gerade noch nicht, wohin. Ich würde gerne vernünftig rankommen, falls wir ein neues Ohr finden oder irgendetwas, was hängen bleibt, dass man rankommt. Und da oben finde ich einfach doof. Ach, na schön. Na schön, was soll's. So, okay. Jetzt müssen wir erst einmal hier das wieder aktivieren. Und jetzt brauchen wir hier Input, Output. Da wollen wir nur den Insert machen. Und das ist denn der Insert aus dieser Chest raus. Und da kommt der Exporter ran. Jetzt brauchen wir aber wieder unsere Farbe, die wir noch nie vergeben haben. Ich habe schon weiß gesehen und da war eben Magenta. Hier ist weiß. So, weiß ist, glaube ich, das Letzte, was wir hatten. Ja, bin mir relativ sicher. Deshalb gucken wir mal, ob nach weiß noch irgendetwas kommt, was jetzt... Light Gray, nur Gray. Gray ist, glaube ich, der... Genau, Gray ist der Monster-Spawner. Das wollen wir nicht. Deshalb machen wir jetzt Pink. Und Pink kommt mir nicht so vor, als hätten wir das schon benutzt. So, dann kommt da der Exporter ran. Und, oh nee, der exportiert jetzt gar nicht willkürlich alles. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Deshalb hatte ich ja ein bisschen Angst mit der Trashcan, dass der wahllos alles exportiert. Aber das tut er tatsächlich nicht. Okay, Export Purple. Pink meine ich. Und hier machen wir Insert. Auch Pink. Ja, Lime hatten wir auch noch nicht. Pink. Okay. Gut, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Wunderbar. So, und in den Exporter kommen jetzt alle Ores, die wir haben. Das werden wir mal hier kurz sortieren. Und dann kann es, glaube ich, schon alles wieder aus dem Inventar hier raus. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Exporter behalten wir noch. Froschbeine, klar. Dann nehmen wir hier mal... Dann nehmen wir jetzt mal Gold und Silber. Silber, ja, das hatten wir schon. Ist egal. Egal, wir nehmen erstmal alles raus. So. Und dann werden wir später sehen, ob das überhaupt verarbeitet werden kann. Erst einmal kommt da Iron rein. Dann Lead und Silber. Lead haben wir schon. Silber haben wir schon. Nickel. Gold. Ihr seht, so viele gibt es gar nicht. Resonating, Uranium, Yellowrite und Cinnabar. Und ich weiß, einige von denen können gar nicht verarbeitet werden. So, jetzt kommt das hier alles rein. Da müsste eigentlich ziemlich bald unsere Segment anfangen zu arbeiten. Okay, da ist es drin. Ach ja, always active. So, da sind jetzt die ganzen Ores rein exportiert. Die kommen dann hier rein und das geht dann hier in die Segmill. Wunderbar, damit haben wir unser Ore-Export schon einmal gelöst.
Und hier, das Uranium ging weiter in den Alloy-Smelter. Und wenn in dem Alloy-Smelter kein Platz ist, dann geht es hier in die Puffer-Chest. So, und da war es ja auch kurz. Zumindest kurzzeitig. Und Auto-Alloy-Smelter haben wir nicht. Aber das ist hier erstmal in der Sagmill. Und was hier zurückbleibt, das können wir ja mit einem anderen Exporter über eine andere Maschine laufen lassen. So, und zwar nicht über diese Maschine, sondern dafür bauen wir eine extra. Wenn wir einen Pulverizer bauen, dann bauen wir irgendwo einen extra Pulverizer, der nur dafür da ist. Oder halt auch dafür da ist. Das ist in Ordnung. Und dann machen wir wirklich einen neuen Exporter und nicht hier mit der Oak Chest und mit Filtern oder so. Wir nehmen die Filter, die hier drin sind, das ist groß genug. So, und hier kommen jetzt tatsächlich noch mehr immer wieder raus, weil der Exporter nicht der schnellste ist. Hier sind jetzt also noch einige Ores drin und er muss jetzt erst einmal aufholen und die alle exportieren. Das macht aber nichts, weil die Sagmill sowieso nicht schnell genug ist. Also die Sagmill ist langsamer als unser Exporter, wie man eindrucksvoll sieht. Von daher ist das nicht so dramatisch. Wenn erst einmal der Void Ore Miner steht und wir viele Ores reinkriegen, dann ist das zwar ein dauerhafter Schub an Materialien, aber wahrscheinlich kein allzu schneller. Und wenn doch, können wir Upgrades bauen. Also für den Augenblick ist das wunderbar. Funktioniert gut. Okay, dann nehmen wir den Exporter erstmal raus. Wir bauen mal jetzt einen Pulverizer, nur damit wir hier ein bisschen Quality of Life Improvement haben. Ich finde, das tut gar nicht weh, wenn wir den da haben. Für den Fall, dass wir ihn brauchen, dann ist es da. Weil das ist halt immer wieder die Situation, dass man irgendein Pulver braucht von irgendeinem Metall. Und dann steht man wieder da und muss wieder den Export ausschalten aus der Maschine. Und das finde ich immer ziemlich nervig. Und deshalb stellen wir hier einfach noch einen Pulverizer hin. So. Der hat jetzt hier keine Konfigurationsseiten an, das ist richtig. Und hier wollen wir auch keine haben. So. Und Auto-Output auch disabled. Augmentation Upgrade required, das ist klar. Dem müssen wir erst noch Upgrades verpassen. Und außerdem brauchen wir hier noch Energy Conduits. Ich habe auch neuere Energy Conduits in die Liste aufgenommen. Und da muss auch unbedingt etwas passieren, denn diese reichen nicht aus, um den Void Ore Miner zu befeuern. Die reichen für unsere aktuelle Stromversorgung aus, aber die reicht doch nicht aus für den Void Ore Miner. Von daher habe ich meine Potatoes? Warum habe ich denn die weggepackt? Gibt's ja nicht. Okay. Das kann jetzt aber alles importiert werden. Wir haben leider keinen Importer, nicht wahr? Moment, können wir nicht hier... Wie ist denn die Farbe zum Importieren? Purple. Okay, die ist irgendwie immer purple. Wir brauchen eigentlich nur irgendwo diese Chest hinstellen. So. Und Extract Purple Always Active. Und dann müsste das eigentlich hier... Da kommt überall Cobblestone rein. Oh ja, Cobblestone. Okay, das ist das Erste, was er importiert. Aber das ist einfacher, als wenn ich jetzt selber mit dem Inventar hin und her springe. Das ist mir lieber so. Okay. Also, dann können wir den hier auch wegnehmen, den Pulverizer. Dem können wir... Nee, wir geben dem nicht später Upgrades, sondern wir geben dem jetzt Upgrades. Du brauchst ein Hardened Upgrade oder anders. Wir machen Upgrade Kit. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal mehr Invar und mehr Bronze hergestellt, aber nicht genug. Schade. Hier haben wir aber noch Silver und... Ah, wir brauchen Elektrum und Invar. Okay. Na schön. Dann machen wir hier mal so und Nickel machen wir so und... Moment, wir hatten doch noch... Ah nee, hatten wir nicht. Ich war der Meinung, dass irgendwo ein bisschen Gold übrig geblieben wäre. Und deshalb hätten wir noch was, aber wir müssen jetzt hier, Mann, wir müssen jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gold. Da haben wir nicht allzu viel, Silber haben wir mehr. Ich habe aber Gold gefunden, bin ich der Meinung, 39 Ingots, Ores. Das ist eigentlich relativ viel. So, dann gehen wir mal hier, der müsste das ja auch können. Genau, der kann das auch. Da müssen wir jetzt nicht die Produktion unterbrechen. Das ist gut, dass wir den haben. Den wollte ich ja erst gar nicht haben, aber das ist gut, dass wir den haben. Außerhalb von der Produktion, außerhalb von Im- und Export.
Und dann kann der einfach mal währenddessen ein bisschen werkeln. Als nächstes kümmern wir uns hier um die Power-Monitore, damit ich wirklich mal einen Einblick habe, was wir an Strom verbrauchen und was wir erzeugen, ohne dass ich, machen wir mal ein bisschen weniger, so viel brauchen wir nicht, ohne dass ich wirklich nach hinten rennen muss, weil das wäre ganz hilfreich.